Dinge, 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 Minecraft! Ja, und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Minecraft mit mir, dem Ragnar, und dem Hi-Opai hier im Bild. Dem fucking Delfinschlechter. Ach komm, hör auf, Alter. Du weißt genau, es war ein Hai. Das war kein Hai. Es war ein Delfin und du bist ein dreckiger Schlechter. Ja, pass auf. Wir hatten ja auch so eine kleine Diskussion auf Twitter. Ne? Oder war das in der YouTube-Community? Ich weiß es gar nicht. Von wegen Delfinschlechter und so ein Scheiß. Ne? Am Arsch, ja. Alter. Du hast ein Schwein angeschnitten und es laufen lassen, Alter. Ja, und das wird mein Freund. Ich werde es nachher holen. Du Assi. Das kann man sich nicht geben. Das kann man sich so geben, ne? Also das geht auch direkt so weiter. Das muss allen klar sein, ne? Was für ein Schwein du bist. So, ich baue jetzt ein Feld. Das einzige Schwein läuft hier verwundet rum, Alter. Ja, und ich werde es nachher holen. Ich werde es nachher holen. Das wird mein bester Freund. Mein bester guter Freund. Ja, ganz sicher. Das wird Mums. Das wird Mums heißen. Ja. Ja. Wir haben ja letzte Folge mit unserer unglaublichen Dummheit bestochen. Und ja, haben wir gut gemacht, oder? Ich bin da immer noch stolz Dummheit, drauf. Nach Dummheit kommt krank. Ragnar ist ein bisschen erkältet. Ich habe Coronavirus, irregeil, oh, oder? Scheiße. Ich werde wahrscheinlich die Woche nicht überleben. Das Blöde ist, dass die Woche fast vorbei ist. Das heißt, ich habe quasi keine Chance, hier irgendwas noch... Ne. Das ist wahrscheinlich die letzte Folge, die ihr davon sehen werdet. War es mir eine Ehre, mit dir befreundet zu sein. Echt? Ja. Ich fand's belastend. Cool. Also. Vor seinem Ableben gibt er mir noch so einen harten Disloy. Nee, ich fänd's belastend, mit mir befreundet zu sein. Das war jetzt ja. Ach so. Ja. Kannst du gerade mit dir selber befreundet sein? Natürlich kann ich mit mir selber befreundet sein, wie ich das kann. Okay. Der stellt mir mal genug, hier genug des Trash-Talk, was ist dein Plan oder was ist unser Plan? Mein Plan ist gerade, ich will jetzt erstmal hier ein bisschen Sachen anbauen tatsächlich. Wo sind denn jetzt hier schon wieder Stöcker? Warum sind hier keine Stöcker? Weil ich jetzt den Scheiß brauche. So, ich brauche Holz, dann brauche ich Stöcker. Zack, 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 zack. Also du willst jetzt ein Feld bauen, ja? Ich baue jetzt erstmal ein Feld, ja. Okay. Nee, eine Eisenpicke will ich aber nicht. Ich will hier Stein. Ich finde doch nicht unser gutes Eisen dafür. Also für eine blöde Picke, die ich alle zwei Jahre mal brauche. Quatsch, da wo wir hin. So, was mache ich denn in der Zwischenzeit? Ich weiß nicht, also ich werde nicht lange brauchen, davon mal ganz abgesehen. Ich sehe ja ein Schwein. Wahrscheinlich ist es das, was du angeschnitten hast. Nein, das glaube ich nicht. Das ist viel weiter weg. Feststellung, ich bin irgendwie voll verwirrt gerade. Ja, so. Instant. Ja, richtig hart. Das ist überhaupt nicht schön. So, ich schmeiße hier erstmal alles rein. So, den Fisch nehme ich mit und dann will ich nämlich hier mein Gammelfleisch wieder haben. Das kommt denn hier rein. Ich bin so vollgepackt mit allem Scheiß. Wir brauchen mal Schilder. Du kannst Schilder machen. Mach mal Schilder, bitte. Gerade ist mal ein bisschen Fleisch organisiert. Das ist doch. Also. Das wird dadurch schon mal mehr Fleisch, als wir beim letzten Mal hatten. Als es gegen Null ging. Ja, genau. Oh, das wollte ich dir auch noch sagen, ne? Ich habe mir ja die zweite Minecraft-Folge angeguckt. Ja. Und da ist mir wieder so ein typischer Bärtholzmann aufgefallen. Ein typischer Bärtholzmann. Pass auf. Was sagte Ragnar? So, wir müssen jetzt aber aufbrechen, sonst werden wir auf dem Rückweg identisch verhungern. Ja. Auch Ragnar fängt weiter an, in die Höhle zu graben. Ja, das passiert manchmal. Ne, manchmal ist das einfach so. Typisch Bärtholzmann. Ja, ein bisschen. Mir fällt gerade auf, wir können hier keine Felder bestellen, weil es leider nicht reicht, dass ich die schönen Blöcke auf dem Wasser gebaut habe. Das heißt, ich muss hier nochmal umdisponieren. Du kannst mal einen Eimer craften. Brauche ich Eisen, Junge. Ja, Eisen ist doch noch welches da, oder nicht? Ist das alles alle? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich sehe hier kein Eisen. Da ist irgendwo noch was in einem Ofen drin, aber. Ich habe halt auch. Doch, hier ist noch was. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch nur noch drei, das wäre ja nicht die Welt, ne? Du willst einen Eimer? Einen Eimer und dann machen wir Wasser gleich da rein. Oh, meine Alexa quatscht mit mir. Ich brauche Holz. Holz. Ich und mein Sag Holz. Mal, sag mal, du, haben wir überhaupt Rüstung? Nee, ne? Nö, immer noch nicht. Soll ich uns mal was craften? Oder habe ich doch schon Rüstung? Nee, ich habe nur einen Helm. Naja, aber erstmal brauchen wir einen Eimer.
Ich habe meine schon. Also der Eimer ist gerade essentiell. Jetzt habe ich die falsche Holzfarbe, das ist doch scheiße. Na egal. Na, guck, ist ja witzig. Bei dem einen reicht das Wasser, bei dem anderen nicht. Ist ja ätzend. Ach, ich habe schon wieder Scheiße gebaut. So. Und jetzt bewässern wir den Scheiße gleich mal. Zack, 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 zack. Also wir brauchen doch gar nicht so viel, aber erstmal haben. Schmeiß rein den Scheiß. Zack. Mach mal voll. Oh, Hund, ey. Ist das denn ernst? Hör auf mit dem Scheiß. Liluminai. Macht schon wieder Quatsch. Ja, Liluminai, 1, 2. Jetzt gibt den Scheiß Schuh her. Lass das jetzt. Hör auf. Lass. Verpiss dich. Da hinten. Wenn du bei mir sein willst, benimm dich. Ah. Warum wollen wir eigentlich alle zu Weißblut bringen? Inklusive dem Delfinschlechter hier. Das ist, am Arsch, sieht ein bisschen witzig aus, wie du mit deinem scheiß Haufen Dreck mir entgegenkommst. Alter, ich bin fast tot schon. Ist dir schon klar, oder? Ja, ich hab dir gerade mit Dreck eins über die Ohren gehauen. Ja, das kannst du jetzt mal lassen, du Assi. Weißt du, Alter, ich bin echt gleich tot. Ich hab noch 2 Herzen. Nimm mir das noch einmal. Komm her, du bist der... Was? Alter, ist das dein scheiß Ernst? Also dir ist schon klar, dass wir die Erfahrung vielleicht irgendwann mal brauchen, um irgendwas zu craften, oder? Und jetzt hau ich die Scheiße auf dir raus. Piss dich, ey. So. Hier, so, alles meins jetzt. Das gehört jetzt alles mir. Deine Erfahrung auch und dein pissiges Schwert und den Eimer hole ich mir auch noch. So. So. Kannst du gucken, wo du bleibst. Das war witzig. Nee, das ging mir gerade echt auf den Sack, ohne Scheiß. So. Machst das nicht gut, ja. Weil du mir irre auf den Sack gehst gerade mit deiner Scheißaktion. So, hier, her damit. Das ist alles nicht verdient. Du hast mich einfach so vom... Warum machst du das denn schon wieder? Was? Weil du mir gerade echt richtig hart auf den Sack gegangen bist. Und zwar nicht zu knapp. Das war die Rache dafür, dass du mich vom Turm gestoßen hast. Was du bist bescheuert, du hast mich gebeten, das zu tun. Nein, ich wollte eigentlich so ein Alter. Mann. Kannst mir auch auf den Sack gehen. Was? Hast du den Eimer jetzt? Ich hab den Eimer, ja. Das ist gut. Den kriegst du nicht wieder. Ich hab deine Schwerter und deine Schaufeln. Also, was soll ich auch mit dem Eimer? Ja, weiß ich nicht. So. So, jetzt muss ich jetzt mal gucken. So rum ist das. So. Alter, wie sehr du mir. Alter, wie es mich gerade echt aufregt, was du gemacht hast, ne? Ohne Scheiß. Das geht mir wirklich richtig derbe auf den Puffer. Aber ich habe jetzt 3 Eisenspitzhacken, das ist total geil. Deine Spitzhacke aufgesammelt? Nee, gerade nicht deine Spitzhacke, deine Steinhacke. Was? Was für ein Stein hast du aufgesammelt? Steinhacke. Nö, ist mir egal, brauche ich jetzt nicht. Ich habe alles fertig gehackt. So. Ich habe all dein Werkzeug. Das finde ich gut. Und nein, ich gebe es dir nicht wieder. Kein Drama. Was? Der Gowski guckt dich an. Ja, das liegt daran, dass der Gowski und ich aufnehmen. Wie? Ich habe mir die angeguckt. Wann das denn? Naja, eben gerade. Also okay. Quasi die ganze Zeit. Naja, wenn sie hochkommt, guckt sie direkt auf den Monitor, auf dem du abgebildet wirst. Ach so. Ja. Nicht zu fassen. Unglaublich, oder? Mhm. Nettie, wenn du jetzt kacken gehst, solltest du die Tür zumachen. Außer du willst, dass das Internet mithört. Die Folge wird bloß 3 Views haben. 2 von dir, 1 von mir. Wieso? Weiß nicht. Habe ich irgendwie nicht gesehen. Also, wer Nettie kennt, der will... Der, ne, man muss das ja mal so sehen. Assoziation, ne, Frau, nackt, toll. Ob aber die dabei am Scheißen ist, sei mal dahingestellt. Das mache ich nur, wenn wir allein sind. Was, Scheißen? So, dein scheiß Werkzeug liegt übrigens in der linken Truhe, du Assi. Nein, der Hund wollte mich voll anrupsen, dann bin ich geflüchtet. Ach so. Blöd beim Spritzen. Ja, ein bisschen. Und nein, liebe Internetgemeinde, sie spritzt sich keine Drogen, sie spritzt sich Medizin. Ja, ja. Leider Gottes. So. Drogen wären so viel schöner, oder? Ja, das wäre auf jeden Fall beruhigender, wenn es nur Drogen wären. Weißt du, damit kann ich um. Das ist quasi meine Expertise. Ah, so. Ich wollte gerade sagen. Junkie vor der Kamera. Ja, so schnell kann es gehen, ne?
So, ich habe jetzt 14 gebratene Hammelfleisch und 5 gebratene Schweinekotelett. Brauchen wir noch irgendwas? Ist jetzt der Bombe Holz? Gerade glaube ich nicht. Wollen wir nicht einfach mal was Cooles bauen hier? Ja, du kannst auch bauen. Ja, eigentlich müssten wir erstmal auf Suche gehen, oder? Wir müssen, brauchen mal so ein scheiß Dorf. Damit wir hier mal autark unser Feld anlegen können. Und was mir letztens aufgefallen ist, ich will, dass unser Haus hier auf dem Ständerwerk steht. Das sieht voll behindert aus, wenn man darauf zuschwimmt. Und da sind keine tragenden Balken oder sowas. Was wir brauchen, sind tragende Poster, Alter. Tragende Poster habe ich genug in meinem Haus. Zu mehr hat es mit uns beiden ja nicht gereicht. So, dann hast du jetzt schon Schilder gemacht. Nein, ich war ständig tot. Achso, ist das so. Wie ist das denn passiert gerade? So, jetzt ist schon wieder Nacht. Jetzt kann ich auch nicht loslaufen. Ja, wir haben kein Holz. Oh, Corona-Kacke, ey. Netti, kannst du mir mal ein Stück Klopapier oder so geben? Ich muss mal Nase das stauben. Hier oben ist nichts. Hier herrscht der Tod. Meine Güte, ey. Willst du Spritze? Naja, unbedingt. Gib mir eine Spritze. Ah, so, Michi, lass doch erstmal. Oh, ein Creeper. Oh, einer explodiert. Du bist ein Idiot. Du bist so unfähig, ey. Ist unglaublich. Hinter mir war auch einer, das war phänomenal. Ach, wie hier nur der nichts als der Tod herrscht, ey. Okay. Ja, Kies agiert genauso wie Dings hier. Hey. Sand agiert wie Kies, das ist richtig. Jetzt wollte ich das sagen. Also genau, so wollte ich das ausdrücken. Alter, jetzt! Ah! Ich dachte, das wärst du schon wieder, der mir eine reinhaut hier. Aber nein, das war diesmal ein Zombie. Ich glaube, der hat einen Helm für dich. Ja. Willst du einen Helm haben? Ich glaube sie nicht. Gucken, was kann der? Schutz 3. Nee, ich hasse Helme. Aber er hat Schutz 3. Den will ich haben. So. Und ich hab schöne Haare. Ja, es ist ja grandios. Können wir jetzt mal schlafen gehen, bevor uns hier diese Viecher wieder irgendwie töten? Wo bleibt denn dein Sinn fürs Abenteuer, Alter? Sinn für Abenteuer ist gegeben, aber nur, wenn es sein muss. Und jetzt gerade muss es nicht sein. Wieso hast du mir kein Schild gemacht? Was? Der liegt in der Truhe. Achso? Okay. Ja. Wo soll ich denn das sonst hinlegen? Oh, Tattoos! Sogar richtige, ich werde bekloppt. Wäre auch mit Klopapier zufrieden gewesen. So. So klingt es, wenn der Bertholdsson Nase schnaubt. Total. Unglaublich. Terror, der Elefant, ey. Wow. So. Ich war noch nie so angewidert in meinem ganzen Leben. Ach komm. Du siehst dich jeden Morgen im Spiegel. Ach, bitte, Alter. 12 oder warum liegst du so einen Spruch? Naja. Ich wollte mal erwachsen sein, aber es hat nie geklappt. Wie viele Schilder brauchst du jetzt eigentlich? Was? Schilder? Drei Schilder gemacht. Ja, reicht ja erstmal. So, ich laufe jetzt los und suche eine Stadt. Mach, was du willst. Folge mir, wenn du lustig bist. Oh, Kühe. Tote Kuh. So. Du hast mir übrigens nichts zu essen dagelassen, du Schwein. Doch. Natürlich. Wo? Eine Eintruhe ist auch Essen. Zieh mir doch keinen Scheiß. Da extra drauf geachtet, weißt du? So, vielleicht finde ich unterwegs ja auch eine coole Höhle. Ich glaube, ich habe eine coole Höhle gefunden. Lauf mal Richtung Süden. Ohne Kompass ist das schlecht einzuschätzen. Lauf landeinwärts vom Turm aus. Ach ja, ich habe deinen Kompass noch. Ups. Dann solltest du recht bald meinen Namen sehen. Ich habe keinen Dreck mitgenommen, das ist doof. Schon mal eben Dreck. Ich glaube, ich will da direkt rein. Ich ist jedes Mal das Gleiche. Ich will eigentlich irgendwas anderes machen. Aber ich lande dabei in irgendwelchen Höhlen und suche Diamanten. Unglaublich. So, siehst du meinen Namen schon? Nee. Bist doch nicht mal losgelaufen wahrscheinlich. Natürlich. Natürlich, ich sehe deinen Namen, aber guck mal, er kommt direkt auf mich zu. Hör auf, mir in den Penis zu schießen. Ich hab dir nicht in den Penis geschossen. So. Guck mal hier, ist das nicht verführerisch? Jetzt mal im Ernst. Ach, das endet doch nicht schwer. Das endet doch schon wieder eine Katastrophe, Alter. Endet in Tod, ja. Das wird witzig. Macht aber gar nichts.
So. Dann kloppen wir uns da mal runter. Plock. Ich sehe das schon wieder kommen. Ich habe zu wenig Werkzeug dabei. Ich habe viel Werkzeug dabei. Ich habe, geht so. So, ihr müsst doch schon mal, da ist doch schon mal Eisen. Zack. Wie wär's denn, wenn ich mal meinen Kompass kriegen würde? Ja, wo bist du denn? Bist du hier vor mir? Hier. Plopp. Bitteschön. Fassbar. Danke. Unglaublich, oder? Oh, hier, noch mehr Eisen. Das ist ja irre geil. Wie geil ist das denn hier? Das ist ja quasi wie auf dem Silbertablett. Zack. Klopf ich mal die andere Richtung runter. Haltest du es für clever? Nein. Achso, ja, dann machen wir das. Aber das ich hab schon Angst gehabt, dass wir hier irgendwie mal was Intelligentes tun können. So, 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 da ist mehr Eisen. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Oh. Da wäre noch ein bisschen Eisen, da unten ist noch ordentlich Kohle. Und ich frage mich, ob wir da ins Wasser reinspringen können. Möchte es aber eigentlich nicht probieren. Aber irgendwie auch schon. Ich glaube, das wäre gut. Wir sollten das tun. Michi, spring mal ins Wasser da unten. Geronimo! Ey, du hast echt überlebt? Ja. Das wäre geil. Ich könnte ein paar Fackeln hier hinbauen, ne? Zack, zack. Ultra dumm ist nur, Du kommst nicht hoch. Doch, aber es treibt halt. Naja gut, aber das sind ja so Kleinigkeiten, mit denen man lernt zu leben. Jetzt mal ernsthaft. Pillepalle. So, Alter, bis ich hier unten bin, Spring doch einfach, du Trottel. Ja, ich könnte einfach springen, aber ich halte das für Quatsch, wenn wir nachher eh wieder hoch müssen. Oh, komm, wir graben uns hoch, ist ganz klar. Ich will mich nicht hochgraben. Boah, ich habe einen ganzen Höhleneingang mit Kies gefunden. Ja, endlich. Endlich wieder Kies. Ja? Ich dachte schon, hier wäre keiner. Ist schon der Shit. Oh, ich höre Viecher. Und ich sehe Eisen. Ich höre Lava. Das ist doch schon mal... Lava ist durchaus gut, ja. Ich meine, das wäre schon irre geil, wenn wir jetzt gleich am Anfang eigentlich Dias hätten, ne? Das wäre schon Bombe. Aber ich glaube, das Glück werden wir nicht haben. Wir wahrscheinlich wieder einfach nur stumpf drauf losbuddeln. Also in Sachen stumpf drauf losbuddeln ist ja wohl voll dein Ding, oder was? Das machst Absolut. Du ja ständig. Das machst du ständig. Ne, egal, ob du genug Werkzeug hast oder nicht. Einfach nur mehr. Mehr, mehr. Denn mehr ist immer mehr, mehr. Ja. Das muss so irgendwie dein Leitfaden sein, Alter. Wie viel einfach schon hier vorne ist. Dein Leitfaden ist ja Modden und Motzen. Modden und Motzen, ja. Zum Teil auch Modden, Motzen wegen Modden. Das ist erstmal super. Ich bin gespannt, wann ich von der Lava überrascht werde. Ich höre sie brodeln. Brodel, brodel. So, jetzt war ich selber du. So, ich wollte doch hier einen Weg hin haben. Da ist ja noch mehr Eisen. Da ist sogar ein Weg schon lang. Meine Güte. Ach, scheiß drauf. Ich will da jetzt eigentlich runter. Das will ich viel mehr als alle andere. Aber ich will da nicht runterspringen. Das finde ich scheiße. Will die Lava finden. Du willst immer. Du hast gar nicht so viel zu wollen. Ah, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Okay, ist es natürliches Licht oder es ist. Natürliches Licht unter der Erde. Ja, das kommt oft vor. Ja, vielleicht ist es ein zweiter Ausgang oder so. Ja, also bist du dafür nicht ein bisschen tief? Nee, ich bin gerade ein Stück hochgegangen. Achso. Ah ne, ich sehe auch Lava. Also ich glaube, das kommt aber irgendwo her. Zack, zack. So. Ne, ich bin wieder draußen. Ich habe einen zweiten Höhleneingang gefunden. Okay. Aber ich höre hier Lava brodeln. Brodel, brodel. Zack. Und ich weiß nicht, ob mich das beunruhigt oder ob ich weitergraben soll. Ach, du willst weitergraben? Das ist doch völlig klar, oder nicht? Genau. Ey, du Pimmelkopf, Alter. Verpiss dich. Kommt der hier aus seiner Scheißhöhle rausgeschissen und haut mir an den Hinterkopf? Der spinnt ja wohl. Wer denn? Der ist so ein ersoffener Pisser. Ach
So. Teriyaki. So, ich wollte hier gerade meine Treppe fertig bauen. So. Jetzt kommen hier noch ein paar Fackeln dran. Das ist lieb. Also ich hab schon zwei Stacks Kohle gefunden und 8 Eisen. Yay. Das. 8 Eisen, das ist ja, sind ja Unmengen. Wow, Creeper. Ah, hat aber nicht gut getroffen. Der Homo. Ich hätte aber vielleicht mal ein bisschen Holz mitnehmen sollen. Denn so viele Holz. Fackeln habe ich tatsächlich nicht. Ich habe jetzt irgendwie noch 43, das ist nicht die Welt. Stirb! So, jetzt ist hier stockefinster und kein Schwein kann man sehen. Was soll das? Ja, das hat mich in der letzten Folge auch schon wieder aufgeregt. Es ist stockfinster und Ragnar buddelt einfach weiter. Ja, ja. Weil er auf seinem Bildschirm wahrscheinlich noch ein Mühe erkennt, aber ja, konnte ich tatsächlich, gar nichts. Konnte ich tatsächlich. Entschuldigung. Ne, ich hatte Angst, dass ich mit dem Licht Feinde anlocke. Oh, Jesus Christ. Oh. Ja, siehst du? Ich hatte recht. Alter. Was denn? Was ist geschehen? Ich hatte gerade Höhleneinsturz. Kies, aber voll. Ich hasse Kies wie die Pest, ey. Scheiße. Und ich habe eine zweite große Hütte freigelegt. Das gefällt mir. Das ist hingegen gut. Und ach, hier ist die Lava, alles klar. Ja, ich möchte eigentlich auch nur runter. Ich will gar nicht hier oben so viel Zeit mit Kohle und Eisen verschwenden. Was einfach Quatsch ist. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den Wassereimer mitgenommen habe. Das wäre auf jeden Fall irre clever gewesen. Denn wir brauchen Obsidian für den Zaubertisch. Ich meine, das Zeug ist relativ einfach gemacht, aber... Naja, weißt du, wie ich meine. Wäre halt cool. Ich weiß gar nichts. Nee, das ist allerdings auch gar nicht so verkehrt. Ach komm schon. Da wollte ich den nicht haben. Da will ich den haben. Zack, zack. So. Zack, zack. Schöne Treppe runterbauen. Das läuft hier. So, ich glaube, hier wäre sogar schon... Ach nee, für Obsidian brauchen wir eine Diamanthacke, wa? Ja. Boah, hier ist auf einmal ein Loch im Boden. Und so ein dreckiger Creeper. Der meint, er müsste mir auf den Sack gehen. So. Und hier ist alles voll mit Lava. Das ist ganz schön scheiße. Ich sehe mich schon wieder sterben. Das ist möglich. So. Aber den Weg nach oben sollte ich irgendwie kennzeichnen. Das wäre schon ganz schön gut. Ansonsten finde ich nie den Weg nach Hause. Niemals, nie, nie, nicht. Und niemals sagt niemals, nie, nie, nicht, wie ich niemals, nie, nie, nicht sage. Halt einfach dein Maul, Alter. Was sind dein Problem? Deine unlustigen Sprüche, Alter. Alter, das war damals tatsächlich der Shit. Wie hieß denn der Film noch? Oder auf, in der Vergangenheit zu leben. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Es sind Filme, die gab es nun mal auch in der Vergangenheit. Und es gab, wie ich letztes Mal schon festgestellt habe, gute Filme in der Vergangenheit. Wie zum Beispiel das fünfte Element. Ne, und ich glaube, das war ein Half-Baked, was ich gerade sagte. Halt diese Kifferfilme, die Anfang der 2000er so irre trendy waren. Die aber alles andere als lustig waren. Selbst ich als Kiffer damals habe die so gar nicht lustig gefunden. Echt? Also ich fand die damals sehr amüsant. Ich habe die tatsächlich sehr gerne geguckt. Was? Half-Baked? Ich weiß es doch auch nicht mehr. Ich muss nochmal rotzen. Scheiß Rotz. Pandora-Virus, wie auch immer er heißt. Aus Raccoon City. Die Welt geht unter, ich sag's euch. Rotz, scheiße. Mann, dann ist hier auch noch Dead End, ey. Ich krieg's kotzen. So, ich habe allerdings beschlossen, dass wir nicht die ganze Folge hier drin verschwenden werden. Ich glaube, das wäre ganz schön kot. Wow, ich bin schon wieder. Was denn? Ich habe ein sehr tiefes Loch mit sehr viel Lava und sehr viel Verletzungen. Okay. Aber das ist. Wenn da auch noch Diamanten sind, dann wäre das total cool. Zack. Oh Mann, ist das stockfinster. Oh nein, fuck. Die sind ganz schön viele Zombies und so. Wo ich hier gerade rumtreibe. Und Bogenschützen, scheiße.
Puh, ja, die ist auch gerade am Arsch. Au, fuck, Alter, hier ist ja. Komm mal klar. Komm mal klar. Richtig viel Lava. Ich hab Gold, ich hab Eisen. Wieso kann ich im Wasser eigentlich nicht blocken? Ich fand's also, ne? So. Der steht da ganz schön scheiße. Ich komme an den tatsächlich nicht ran. Weil er von fließend Wasser umringt ist. So. Fail, mein Freund. So. Ich bin doch schlauer als die hochgradig intelligente Minecraft-KI, wer hätte das erwartet. Ich finde dich gar nicht so schlau. Na, ach was. Das war Sarkasmus, Alter. Ich erkenne keinen Sarkasmus. Nee, das merke ich. Dafür hat die Schulbildung leider nicht gereicht. Welche Schulbildung? Ja, genau. Scheiß sensible Maus. Bisschen Kohle noch mitnehmen. So, und ich glaube, dann werde ich auch gleich weiterziehen. Dann haben wir die Ressourcen noch mal ein bisschen aufgefrischt. Ich glaube, dann können wir schon glücklich sein. Ja, scheiße, ich habe hier Obsidian gefunden, ne? Ja. Bringt nur nix. Ja. Stockfinster schon wieder. Haben wir nicht geschlafen, bevor wir losgelaufen sind? Ja, aber der weiß doch, der Tag-Nacht-Typus hier in Minecraft, der ist ganz schön. Oh nein, ich habe einen Spawner gefunden. Oh nein, scheiße. Ich habe leider keine. Nicht. Ja, das war doch, klar, das war so klar. Das war so klar. Das war so klar. Du hast schon wieder versagt. Okay. Ja. Aber ich glaube, ich weiß, wo du lang bist. Ich laufe da auch mal hin. Ja, vielleicht kriegst du ja was gesaved von mir. Ich versuche dir Lava zu schwimmen. Das ist immer wieder gut. Ja. Ja, dann kommst du ja einfach nochmal hergerannt und dann will das schon. Oha, hier ist eine Menge Lava. Ja. Alter, Redstone. Merkst du das? Ja, ich sehe den ganzen Scheiß, den du gedroppt hast. Wo ist denn der Spawner? Der ist, ein Stück weit hinten. Da ums Eck rum wahrscheinlich, oder? Mhm. So. Dann muss ich tatsächlich mal gucken. Also ich habe den ganzen Scheiß auf jeden Fall mal aufgenommen. Okay. Dann muss ich mir hier tatsächlich was überlegen. Also ich bin auf jeden Fall überrascht worden davon. Und, ja. Als ich den Bogenschützen gesehen habe, der war schon zu spät. Es ist hier einfach ein bisschen duster, das ist ganz schön scheiße. Der. So, der einen Bogenschützen habe ich schon mal tot. Dann mache ich da erstmal ein bisschen Licht. Da ist schon der nächste gespawnt. Zack. Alter. Ich guck, dass ich den Spawner abgebaut kriege, aber ne. Oh, alter Vater. Also hier ist auf jeden Fall ein Haufen Obsidian jetzt. So, ich glaube, ich habe den Spawner tatsächlich abgebaut. Jo, Höhle ist frei. Geilo! Ich habe die Skelette gelegt, ich habe den Spawner frei. Ich habe Gold, ich habe Kürbiskerne, ich habe ein bisschen Schießpulver. Ich habe ein paar Knochen, noch mehr Kürbiskerne. Pferderüstung, Brot. Läuft. Und verrottetes Fleisch. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll, aber ich nehme es mit. Aus Prinzip. Und ein bisschen Eisen pimmelt hier auch noch rum. Das ist doch schon mal herrlich. Meinst du, findest du noch mal hell? Ich bin auf dem besten Weg, ja. Okay. Ich guck mal, ob ich das Obsidian trotzdem klein kriege. Aber ich glaube nicht. Das glaube ich eher weniger. Würde mich auch wundern. Zum Glück nicht im Wasser gelandet. Ne. Tatsächlich nicht. Aber hier ist schon wieder ein Haufen Redstone. Wow. So, wo war denn jetzt hier mein Eingang? Der war hier, ne? Jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Hoffnung. Auf Dias? Ja. Das ist irgendwie wieder für gemacht, das Gebiet hier. Eben, deswegen bin ich auch weitergelaufen.
Ja, aber es ist natürlich direkt in die Fänge von so einem Spawner rennt. Ich sehe den Namen. Das ist ja schon mal gut. Hast du wenigstens gleich noch ein bisschen Werkzeug mitgebracht? Ich habe bloß eins von jedem mitgebracht. Ja, ist besser als nix. Ach, ja, was konntest du saven? Ich glaube alles. Warte mal. Ja, machen wir hier hinten am besten. Zack, einmal dicht machen. Ich packe dir das hier in die Truhe rein. Obwohl, so viel konnte ich doch nicht saven. Ja, ist egal. Steinaxt, Bogen. Und das war's auch größtenteils. Ich glaube, viel mehr ist da nicht übrig. Du hast eine Steinaxt gesaved von mir. Naja, die lag da halt. Also ich habe alles, was da lag, habe ich mitgenommen. Kriegst du meine erste Spitzhacke noch? Oder hast du eine Spitzhacke mit? Ja, irgendwo aus Stein. Ja, dann ist da eine aus Eisen. Ansonsten ist hier auch nicht viel. Das Ding ist durch, Alter. Ja, Entschuldigung. Ich habe halt sonst auch nur noch meine volle. Warum sollte ich dir meine volle geben? Das wäre ja mal voll behindert. Das wäre echt endsdämlich. So, du kannst hier aber noch ein bisschen Sachen mitnehmen. Ja, zum Beispiel Eisen. Das auch, ja. Und hier ist noch mehr Eisen. Neben dem Eisen ist mehr Eisen. Und Pilze. Und mehr Eisen. Aber hier riecht es irgendwie nicht nach Dias. Bauen Ofen und lass den scheiß Eisen einschmelzen. Stimmt, wir haben eigentlich. Hast du Holz mit? Nein, aber hier ist doch Kohle. Ja, was bringt uns denn Kohle? Wir brauchen Holzstiele, um Dings herzustellen. Um Hacken und so herzustellen. Stimmt, da war ja was. Nee, das ist leider alles verbrannt. Das ist sehr doof. Ich meine, du hättest mitdenken können und wenn du an der Oberfläche bist, gleich sowas mitbringen. Okay, dann halt nicht. Ist ja okay. Es wäre schlau gewesen. Wann war ich jemals schlau? Ja, das war immer mein Problem mit dir. Du sägst ja auch an dem Ast, auf dem du sitzt. Das hab ich nie getan, Alter. Das kannst du dir gerne noch weiter einreden, dass du das nie getan hast. Ich weiß, dass ich das nie getan habe. Ich habe mich rangehongen. Rangehongen. Rangehingst. Rangehingst. Ja, du hast ja auch nie Delfine getötet, mit Absicht. Das ist nie geschehen. Niemals. Oh, Corona in der Nase, Alter. Lass das. Nerv. Wow, das war eben noch viel heller hier. Scheiß Lava. So, kann hier nicht zufällig mal so ein Baum unter der Erde sein? Das wäre total geil. Noch mehr Eisen. Also Eisen habe ich jetzt auch schon wieder fast einen ganzen Stack zusammen. Schon was. Ne? Damit kann man was anfangen. Zap, 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 zap. Kohle ist, glaube ich, auch schon ein bisschen was zusammenzukommen. Du hattest zwei Stacks, ne? Ich glaube, davon sind. Ich hatte zwei Stacks. Ich glaube, die sind tatsächlich beide verbrannt. Ja, das ist durchaus belastend. Wow, wow, wow. Hast du gestürzt? Nee, hier ist auf einmal Lava aufgetaucht. Das war nicht so gut. Natürlich buddel ich dahin, wo noch mehr Lava ist. Ich bin ja ultra klug. Absolut. Aber hier ist halt auch noch Kohle und die will ich haben. So viel Kohle. Ich baue auch gerade wieder Kohle ab. Dann ist hier noch Eisen? Nee, Gold. Keine. Da fließt noch mehr rein. Ne? Hier ist doch wieder so latent Geruch von Dias in der Luft. Naja. Es stinkt quasi danach. Der Stank. So, und ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem ganzen Gold machen soll, dass ich hier rumeier. Ja, was kann man mit Gold machen außer Früchte? Ja, man kann halt noch diese Antriebsschienen bauen. Die sind noch ganz cool. Ne, aber nichts, was wir jetzt latent brauchen würden. Wo ich sagen würde, oh geil. Ein Glück können wir das bauen. Das ist halt alles so ein Late-Game-Kram, weißt du? Boah, ich glaube tatsächlich,
Im Stream wird man nachher sehen, wie so ein Rotzfaden aus meiner Nase läuft, ey. Im Stream, im Let's Play. Ja, absolut, bin ich voll bei dir. So, ich sehe mich doch hier schon wieder abschmieren. Zack. Redstone. Und da hinten ist schon wieder Wasser, Scheiße. So, wie mache ich denn das? Jetzt gehen wir noch die Steine aus. Ich meine nicht, dass hier keine Steine wären. Ich wollte gerade sagen, du wirst mich doch verarschen jetzt oder was. Ja, ich versuche halt auch mein Werkzeug irgendwie zu schonen, weißt du? Das ist jetzt erstmal abgestellt. Ah, guck mal hier. Nee, das ist Lehm, aber da oben. Ja, weil, also unser Vorrat an Werkzeug ist ja jetzt doch sehr begrenzt. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen Dreck gefunden. Den hebe ich jetzt erstmal aus. Was ich gerade für mich belastend finde, ist, dass ich keine Fackeln habe. Ja, das ist auch ganz schön scheiße. Du kriegst auch los wie so ein Bauer, ne? Ich meine, wir sind ja beim letzten Mal in der zweiten Runde schon echt, also wirklich mit nichts quasi losgerannt, aber wir hatten wenigstens Werkzeug. Ne, du rennst wirklich ohne alles los. Ich meine, wie bist du darauf gekommen, dass das eine geile Idee wäre? Ich bin ein Purist. Du bist schon so ein Purist, ey. Alter, ich glaube, kommst du gerade auf mich zu? So wie zum Thema, es riecht nach Diamanten. Mich riecht es erstmal nach Eisen. Eisen ist gut. Ich mag Eisen. Eisen ist tatsächlich auch gut, ja. Aber ich will ja kein Eisen. Ich bin ja hier wegen was anderem. Alter, komm mal klar hier. So, wir stehen jetzt quasi nebeneinander, oder? Ja. Ich stelle jetzt erstmal das Wasser ab hier, nervt. Hi. Hi. So viel zum Thema Diamanten. Naja, immerhin sind wir nicht mehr getrennt voneinander. Das ist nicht schön. Oh, so viel Eisen. Das ist gerade Scheiße. Es ist gerade fast komplett verbrannt. Super. Ich weiß nicht, du bist mir dafür die Schuld, oder? Nö, eigentlich gar nicht. Ich war tatsächlich zu langsam. Oh, Rotzröchel, die Heule. Hast du mal ein paar Fackeln für mich? Ich habe noch ganze 19. Hier. Nicht zu fassen. Ja, ich glaube, wir gehen mal gleich wieder da oben, wa? Ich denke auch. Das macht ja so keinen Sinn. Ich würde ganz gerne weiter buddeln, aber. Ja, wenn du nichts siehst, ist halt schlecht. Ich sehe Kohle. Ja, gut, Kohle ist jetzt aber auch nicht so übergenial. Sag das nicht. Fuck. Oh, eventuell musst du gleich hier die Sachen saven. Oh, mit einem halben Herz überlebt. Leck mich fett. Was hast du getan? Ist ein Lava gefallen? Ja. Ich hab eine Seefrau gelegt. Ja, hätte ich gerade gebrauchen können. Ich sehe gerade, ich habe auch einen Eimer in der Hand. Also im Zweifelsfall hätte ich auch einfach Wasser hier hinschütten können. Hast du, ist da Wasser drin, ja? Ja. Gut. Da ist noch Eisen. Aber ich glaube nicht, dass wir da noch auf Dias stoßen. Ja, wollen wir zurück nach erstmal raus? Lass erstmal nach Hause gehen. Das macht ja so keinen Sinn. Denn lass uns wahrscheinlich nicht wieder von irgendwelchen Höhlen lenken müssen oder so. Wäre vielleicht eine Idee, was ist denn hier passiert? Ah, oh Mann, ich will da hinten buddeln. Die Eisen. Dann hol das Eisen doch. Das geht nicht gut. Nein. Und da ist Red. Wir kommen da bestimmt raus. Wir argumentieren das einfach für uns. Ich stell dir erstmal die Lava ab.
Stell mal die Lava ab, das ist eine gute Idee. So, die ist klar, dass es jetzt gleich stockduster wird. Plopp. Nee, doch nicht. Oder? Doch. Gleich wird's duster. Da ist auch noch Gold. Fackeln gelegt. Was auch immer das, was wir damit sollen. Wow. Gut, dass du die Fackel hattest. Ich habe die abgebaut und dann wieder angebaut, Mann. Ach so. Oh, noch mehr Eisen. So, ich glaube, Eisen haben wir dann aber auch echt erstmal genug. Ne? Ich glaube, mit dem, was wir jetzt nach Hause bringen, können wir uns direkt nochmal Rüstung bauen und alles. Rüstung ist sehr gut. Ah, ich sehe doch schon wieder hier. Mann. Siehst du schon wieder verführerische Dinge, ja? Ja, ich brudle jetzt, ja. Alter, du hast doch fast kein Werkzeug mehr. Hör auf zu buddeln, wir müssen doch noch hier rauskommen. Jetzt mal im Ernst. Ja, ich denke, du hast recht. Ja, du hast recht. So, die Frage ist jetzt erstmal, wie wir hier rauskommen. Wo ist denn hier die letzte Fackel? Hier, okay. Dann muss es ja hier irgendwie hochgehen. Ich glaube, hier lang. Ja, hier ist der Spawner. Oh. Was hast du denn? Ich will zu mir buddeln. Hey, wo bist du lang? In der Pudel, ja. Ich hast, du, bin hast, du, hast du übrigens was zu essen? Ja, ein bisschen. Alles cool. Lampen, Lampen. Ach, da. So, so, dann kommen wir hier hoch. So, ich hoffe, das ist ja auch der richtige Weg. Aber es sieht erstmal so aus. Ja, hier sind bei den Fackeln. Hier ist der gut, ganze Kies. Wo bist du denn hier lang gelaufen? Ich bin einfach nur hoch. Ja, ich komme hier gerade nicht hoch. Was ist denn? Da sind aber diese Zungen. Hallo, hier. Ah, ja, das habe ich gar nicht gesehen. Ach ja, alles zweimal laufen. Weil du eine Orientierung wie eine tote Katze hast. Ey. Nein, weil ich einfach im Dunkeln nichts sehen kann, Alter. Wieso im Dunkel? Das ist doch nicht dunkel. Das war hell. Wahrscheinlich hast du gerade erst eine Fackel gesetzt. Ja, genau. Kannst du dir nachher angucken? Nein. Hier ist Duster. Hier geht's nicht lang. Hier geht's schon mal nicht lang. Ich hab nur noch 3 Keulen, du. Achso, ja, warte. Schön. Danke. Ich hab auch nur noch 5, fällt mir gerade so auf. Ja, das so. Kommt durch dieses ewige Gehüpfe. Quetsch dich mal hier durch, glaube ich. Ich glaube, hier geht's lang. Oder kommen wir von hier? Ich bin mir nicht sicher. Das ist schon mal kein gutes Zeichen, wenn wir nach unten gehen, oder? Doch, super. Hier ist Tageslicht. Und ein Fuchs. Ja. So, Füchse? Es gibt Füchse, ja. Cool. So, jetzt müssen wir nur noch unsere blöde Treppe finden. Aber ich glaube, das hier ist der zweite Ausgang, den du gefunden hattest, oder? Kann das sein? Oh, die Füchse sind total cool. Wieso? Kann man die mitnehmen? Gar nicht. Warum nicht? Ich glaube, die kannst du auch nicht andocken oder so. Bist du dir sicher, dass du in die richtige Richtung läufst? Ja. Ich gehe erstmal stumpf nach oben. Stumpf nach oben? Wo könntest du denn nach oben gehen? Bist du in den Wasserfall hochgeschwommen oder was? Ja, was denkst du denn? Was denkst du denn? Shit, ich komm nur nicht weiter. Das ist schlecht. Das ist belastend. Aber hier ist die Treppe. Ich werde hier schon wieder runterge. Dilly dally dude. Alter, wie mich diese Strömung nervt, ey. Nerv. Ah, guck mal hier. Hier ist die Treppe. Das ist schon mal gut. Das sieht sogar noch einer aus, die ich gebaut habe. Ja. Yeah. Das ist das, was ich runtergebuddelt hatte. So, guck mal, hier ist noch ein bisschen Kohle. Wollen wir die noch mitnehmen? Jetzt willst du plötzlich Kohle mitnehmen, oder was? Naja, jetzt sind wir eher auf dem Rückweg und wir haben den Weg nach draußen schon gefunden und ich weiß, dass ich so gebaut habe, dass wir wieder hochkommen. Ich geh jetzt erstmal hier weg. Vertraust du meiner Baukunst nicht, oder was? Willst du mir sagen, dass du kein Vertrauen in mich hast? Dunkel! Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ach nee. Sagt alles, das sagt alles, Michi. Weißt du? Ich hab's verstanden. Das will ich haben. Ich will Eisen. Bin ich mir ganz sicher, dass ich das will.
Zitat Ragnar vor ungefähr 5 Minuten. Eisen haben wir erst. Brauchen wir nicht? Ja, aber ich will es ja haben. Es geht nicht darum, ob wir es brauchen. Jetzt will ich es haben. Dafür habe ich sogar meine Treppe nach oben zerstört. So. Da geht's. So. Spinner. Buddeln. Die Frage nicht, Alter. Ja, die Frage ist, warum du buddelst. Alles kann. Also, ob das halt irgendwie sinnhaft ist, was du tust. Kann ja sein. Ja. Vielleicht macht es ja mal Sinn, was du tust. Boah, was machst du denn? Assi, ey. Ich brauch's nicht wieder runter, Alter. Was ist denn los? Problem? Ich bin der Assi, weißt du? So kommt man da raus, Alter. Ja, so kommt man da in dem Fall raus. So. Das ist mir natürlich schön den Weg zugebaut, den ich hätte nehmen können. Ja, das ist scheißegal, du hast mich erschreckt. Bei mir erschreckt. Der kleine Mädchen. Genau. Ich habe Angst im Dunkeln. Ne, das ist Liebe. Ja, das ist richtig. Mein knallharter Hund. Holz. So, jetzt bin ich natürlich auf der falschen Seite vom Graben. Ist ja auch super. So, ab nach Hause. So, dann legen wir uns. Den Turm. Ja. So, hast du da eine Fackel angebaut? Oder schon? Dann ein paar sind da dran, ja. Ich hasse. Wie lange haben wir denn noch? Viertelstunde. Viertelstunde verbringen wir jetzt hier draußen. Nö, ich bin zu Hause. Komm her, komm her, komm her. Ich steche wie eine Biene. Tanze wie ein Schmetterling, Junge. Oh, ist das schön hier. Unser leuchtender Turm. Weißt du, was ich überlegt habe? Wäre auch eine Frage an die Zuschauer. Ob wir in jeder Folge quasi ein Stockwerk von einem Turm bauen, den wir irgendwann als Leuchtturm hier ausbauen. Passend zu unserem kleinen maritimen Thema. Also schön mit roten Streifen und so. Ja, so dass man auch sieht, Episode 1, Episode 2 und so weiter. Das wäre quasi in der nächsten Folge mit Episode 4 ist es dann ja schon. Müssen wir aber erstmal das nötige Gestein und so weiter haben. Ach, wir haben ja schon ordentlich Stein. Ne? Ja, aber nichts Rotes, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stacks. Ey, wir müssen ja nicht gleich einen ganzen roten Turm bauen. Also, kannst du auch übertreiben. Nein, also, weiß, was ich meine. Weiß ja. Und rot halt für typische Leuchtturmfarben. Ach so, ja, das wäre natürlich auch cool. Das wäre noch eine Idee. Jetzt verstehe ich, wie du meinst. Ah. Das war ja mal, alter Michi, das war richtig schlau. Weißt du, worauf ich mich freue? Na? Werkzeug. Auf Werkzeug freue ich mich tatsächlich auch. Ich habe hier schon ordentlich was am Einschmelzen. Weißt du was, ich werde jetzt erstmal Holz holen. Genau, hol mal ganz viel Holz. Ich pflanze ein paar Kürbisse. Kirby! Kirby. Ist vielleicht nicht das Schlauste, wo ich das tue, aber ich tue es einfach. Und eigentlich würde ich da gerne noch was nebenpflanzen, damit das da nicht hinwuchert, aber scheiß drauf. So. Dann können wir hier bald unsere Sachen multiplizieren. Wir haben so viel Scheiße, ne? Das ist unglaublich. So, so, so. Bisschen gebratenes Hammelfleisch hab ich noch. Super. So, dann fange ich schon mal an, ihr ersten Rüstungen zu bauen. Oh ja, aber für mich bitte kein Helm. Ich mag die Helme echt nicht. Alles gut. Ich habe mit einer Eisenhose angefangen und bin jetzt am Ende unserer Ressourcen angelangt. Oh, ja, das also ist genug Eisen erstmal in Schmelze. Also. Ja. So. Das reicht für jeweils ein komplettes Set. Achso, ein neues Schild könnte ich mir auch nochmal auf mal zimmern. Ist das schon kaputt? Nee, es ist verbrannt. Oh. Es verbrannte, als ich verbrannte. Ja. Das kann gut sein. Ja, ich guck mal gerade. Als mich dieses blöde Harryhausen-Skelett in die Lava geschossen hat. Ist frustrierend, oder? Ja, ein bisschen. So, Schild. Da haben wir eins. Dann habe ich doch hier ganz viel Eisen gesehen. So, und dann habe ich tatsächlich eine Rüstung vollständig. Ist ja irre. Zack, zack.
Zack. Und einmal für dich komplett. Immerhin Eisenrüstung. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich denke auch. Jetzt noch ein bisschen. Achso, ich habe keine Stöcke. Stöcke habe ich massig gerade. Ja, ich mach fix welche fertig. Alles gut. Und ich habe auch endlich wieder genug Fackeln. Ganzen. Es fühlt sich so gut an, endlich wieder einen Stack Fackeln zu haben, weißt du? Ja, ist schon ätzend. So, ich mach dir auch gleich mal Werkzeug. Ist schon wieder meine Eisen alle. Ist doch scheiße. Sie ist auch einfach schnell wieder weg, ne? So, und habe ich Schwerter für dich. Ich habe Pickhacken für dich. Das sollte reichen. Äxte brauchen wir ja nun nicht aus Eisen, oder? Ich glaube, das können wir uns erstmal noch sparen. Das ist Zenith. Ja, dachte ich auch. So, dann packe ich dir alles in deine Truhe hier rein. Zack. Unfassbar. Ist auch ein Werkzeug gedacht, ja, ne? Ja, ja. Also ich habe jetzt kein Eisenwerkzeug. Also keine Äxte gebaut und keine Schaufel. Das geht klar. Zack. 20 Gold. Wir haben echt viel Eisen. Das ist super gut. Gefühlt immer noch nicht genug, aber... So, jetzt mache ich hier erstmal Schilder. Achso, du könntest mir übrigens nochmal einen Kompass zusammenzimmern. Ist der auch verbrannt? Tut mir leid. Ja, will ich hoffen. Ja, ich glaube, da brauche ich... Was brauche ich denn da? Zack. Kompass. Brauche ich da Redstone? Ja. Ja. Zack, 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 zack. Zack, zack. So, wäre dann auch soweit. Zack, zack. So, und ich weiß nicht, was du jetzt machst. Ist das gerade so ein Aufgang oder so ein Untergang? So ein Aufgang, ne? Sehr gut. Ich gehe jetzt die Welt erkunden und gucke, dass ich hier so ein blödes Dorf finde. In den letzten 10 Minuten, die wir hier noch haben. Ich laufe quasi dem Sonnenuntergang entgegen. Ist voll witzig. Ist mir mal aufgefallen, wenn du am richtigen Punkt stehst und die Maus hin und her bewegst, wechselt die Helligkeit von Dämmerung zu hell. Total dämlich, Andi. Oh, ich glaube, ich habe hier Werkzeug von dir gefunden. Das habe ich weggeschmissen, das ist kaputt, das Dingsbums. Ja, das ist ziemlich kaputt. Ja, scheißegal, kann ich später wegschmeißen. Pim, hast mir aber keine Schaufel gebaut, ne? Nee, habe ich doch gesagt. Die mache ich nicht aus Eisen, die kannst du dir fix selber aus Stein bauen. Weißt du was? Warum krieche ich eigentlich nicht auf diesen blöden Turm und guck mal, ob irgendwo eine Stadt in der Nähe ist? Kein Wort verstanden, sorry. Warum kriege ich nicht einfach auf diesen blöden Turm und guck, ob irgendwo eine Stadt ist? Ich meine, wo war wir denn? Du wirst nicht viel finden, tatsächlich. Echt nicht? Das ist ganz schön scheiße, weil da muss ich auch ganz schön weit rennen. Ja. Ich meine, wir haben auch ordentlich Weitsicht. Meine Fresse. Hast beim letzten Mal schon geguckt, ja? Tipp, top, 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 top. Aber irgendwo muss hier doch was sein. Da kann nicht sein, dass hier nirgends eine Stadt im Umkreis ist. Das wäre doch echt assi. Ich hab nicht gesagt, dass nirgends eine Stadt ist. Zack. So, da ist das Pilzland. Pilzland finde ich auch gut. So. Ja, ich weiß. Pilzhausen. Aber ich sehe auch tatsächlich erstmal nichts Dorfartiges hier in der Umgebung. Die Wolken machen das gerade nicht leichter. Meine Nase auch nicht. Was hat mich meine... Oh, ich glaube, da sehe ich was. Richtung... Oh Gott. Das müsste dann Südosten sein. Norden, Osten, Süden, Südwesten. Ich glaube, das ist ein Dorf. Ich versuche da mal hinzurennen. Mit meinen 4 Keulen, die ich dabei habe. Geronimo! Zack! Ich werde wahrscheinlich nie wieder nach Hause finden. Das wird auch nicht, dass da Haie sind. Halt die Fresse, ey. Ich könnte dich dafür immer noch schlagen. Der arme Delfin, ey. Jetzt hätte da irgendwas für gekonnt.
Sagte der Typ, der ein Schwein anschneidet und es laufen lässt. Alter, das wird mein Freund. Ja, ne, das wird Manfred mein Freund. Es ist immer noch nicht da. Also, ja, es ist nee, weil ich einfach noch. Ich habe einfach noch keine Karotten und nix und kann das noch nicht anlocken. Aber wenn das irgendwann soweit ist, ne? Dann werde ich Manfred zu uns holen. Hashtag Manfred. Ja. Manfred wird unser Freund sein. Dein Freund sein, meine nicht. Ich werde versuchen, ihn zu fressen. Nee, er wird unser Freund sein. Das ist eine klare Ansage. Warum denn unser Freund? Ich werde versuchen, ihn zu essen. Nein, du hast dich mit ihm anzufreunden. Nee, du hast hier genug Bullshit gebaut. Du freundest dich. Du hast Delfini getötet. Freunde dich mit Manfred an, Alter. Ich habe einen Delfin getötet und du hast auch einen Delfin getötet. Ja, ich musste einen Delfin töten, weil er dank dir aggressiv wurde und Tollwut hatte. Ich musste einen Delfin töten, weil ich Angst hatte. Nee, aus Angst muss man schon mal gar nichts töten. Ich meine, das macht die Menschheit seit ewig und drei Tagen und das war noch nie gut. Wirklich noch nie. Ach so, ne? Pass auf. Guck dir nochmal die zweite Folge an, ne? Ja, Ragnar, rennt durch den Wald und sagt, oh, ein Wolf. Macht ihn kaputt. Der hat dir nichts getan. Der war ultra. Alter, hat er rote Augen gekriegt? Ne, der zweite hat rote Augen. Guck dir das nochmal an. Ja, Tollwut. Tollwut. Ganz klar, toll. Weil du seinen Kumpel geschlachtet hast. Nein, der hatte Tollwut, da bin ich mir ganz sicher. Alter, du bist so ein Heuchler. Ja, und während du das sagst, werde ich jetzt ein schwarzes Schaf töten. Ja, töte doch ein schwarzes Schaf. Mir doch egal, ich kümmere mich nicht um ein schwarzes Schaf. Ich bin selber ein schwarzes Schaf. Ach so. Pissnäcke. So einfach nur eine Arschgeruppe. Ja, Typen wie dich, wie mich liebst du. Abgöttisch. Das ist dein Problem. Aber das werde ich niemals zugeben. Nee, wahrscheinlich nicht. Jetzt habe ich Eisen gefunden auf dem Weg. Oh, scheiße, ey. Es geht weiter. Alter, Kacke. Nee, ich gehe da jetzt nicht. Oh, hier ist auch noch dunkel. Das Ding ist, ich stelle mir gerade Ragnos. Pass auf, das muss ich dir jetzt geben. Ich stelle mir gerade deine Gedanken vor. Oh, da ist Eisen. Könnte das Bias sein? Let's find out. Nein, das tue ich jetzt nicht. Ne, und ich wäre da gerne runtergegangen, aber ich habe auch gar nicht genug Fackeln. Ich habe nur 6 Stück mit. Ne, damit ich gar nicht erst in die Verlegenheit komme, hier zu versuchen, irgendwo runterzugehen. Ich habe einfach mal mitgedacht. Ich erkunde jetzt hier die schöne Welt ringsrum und finde noch eine Höhle. Ach, leck mich doch alle, ey. Tintenfische gefunden. Wunderschön. Das sind Tintenspinnen, Alter. Tintenspinnen? Ja. Okay, ich laufe immer in die gleiche Richtung, sehe einen Turm. Bin verwundert. Ist das ein Turm? Was ist denn das da am Horizont? Ich check's halt nicht. Das sieht nicht aus wie ein Baum. Du checkst nicht viel. Ach, selber Taumeier, weißt du? Nee. Nein, ich will echt wissen, was es ist. Also es sieht nicht aus wie ein Baum. Es hat halt so noch so ein Knubbel oben drauf. Ja, das ist ein Pilz, Mann. Aber da sind doch keine Pilzlanden. Natürlich. Oh. Ich habe erstmal hier Kürbisse gefunden. Das ist kein Pilz. Kürben sind immer gut. Ne, aber das ist definitiv. Es gibt auch Riesenpilze da. Ja, ich habe ja auch schon mal diese Riesenpilze gesehen, aber es sieht nicht so aus. So, Punkt. So, bist du hier übrigens am Strand lang gedarrt oder so? Nö, ich bin Richtung Südwest gelaufen. So, da sind Bienen. Ich weiß immer noch nicht, wie man Honig kriegt tatsächlich. Na, indem man die Bienenstöcke erkennt. Echt? Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Das hat nicht so viel gebracht. Es ist doch nur ein Baum. Schlag einfach nochmal auf die Bienenstöcke ein. Ja, unbedingt. Ich möchte bitte deine dämliche Visage dabei. Ne? Ich hasse dich so verdammt sehr. Ich hasse dich einfach so verdammt sehr. Ich hab schon drauf gewartet, dass kommt. Okay, ich mach das. Hau zu und die Bienen greifen mich an. Alter, ich bin doch nicht. Wie kommst du darauf, dass ich so dämlich sein könnte? Naja, du hast schon ganz schön viel gesagt. Guck mal, ich stehe hier gerade übrigens vor Wölfen. Vor 3 Stück. Ja. Und die sind ganz lieb und gucken mich einfach nur an. Ja, noch. Ne? Wart mal, bis Nacht wird. Es war Tag an dem. Ja, es lief Gefahr, Nacht zu werden. Bin ich mir ganz sicher. 100 Pro. Guck mal, der Hund, der guckt mich hier voll süß an. Ja, voll süß am Arsch. Ne? Wölfe sind ja tatsächlich gefährlich. Aber Delfine. Delfine, Alter. Delfine könnte ich auch kaputt machen, Alter. Geilo, ich hab
Dings hier gefunden. Na, wie heißt Zuckerrohr. Das ist gut. Das heißt, Papier und Zucker ist in Sicht. Das ist was Schönes. Da darf man sich mal freuen. Ich könnte ganz viele rote Blumen holen. Was? Ach, das waren Himbeeren. Ich habe mich gepiekst, Alter. Piekst du denn Himbeeren? Das sind Süßbeeren, Alter. Das sind keine Schlumpfbeeren, Mann. Das sind Süßbeeren. Du bist schon so süß. Du bist schon so Süßbär. So. Also ich habe das Gefühl, ich bin ganz schön weit weg. Ja, ich habe das Gefühl, ich laufe in die falsche Richtung. Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Das ist ziemlich wahrscheinlich, dass du in die falsche Richtung läufst. So, oh, Pferde. Pferde wäre ja auch noch was. Für weite Wege, ja. So reiten. Bring mal zwei mit. Oh, ich habe einen Turm gefunden, glaube ich. Ja, das ist ein Turm. Definitiv. Yay, Zivilisation. Irre geil. Jetzt willst du die erstmal raiden, ja? Ja, ich will das nicht raiden, denn ich glaube, ich versuche erstmal mir Freunde zu machen. Und dann töte ich alle. Oh, haben die hier einen Weg hochgebaut? Die sind ja irre gut. Sind die echt nur zwei so eine Häuser? Hab ich irgendwelchen Dreck dabei? Ich habe tatsächlich Dreck dabei, aber nicht viel. Zick, zick. Oh, ist das so eine Bergstadt, voll geil. Ich glaube, ich sehe diesen komischen phallusartigen Turm, den du meintest in der Ferne. Ah, ja, ich sehe auch den Turm. Also wenn ich nach Norden gucke, sehe ich den Turm jetzt. Also unseren Turm. Hier kommt man irgendwie ganz schlecht durch. Das ist ein richtig großes Dorf, alter Vater. Und sie haben Felder. Und ich kann sie ausrauben, glaube ich. Ich werde die so ausrauben. Ja. Aber gefährlich ist hier. Ich habe schon mal so einen Pimmelkopf gesehen. Plock. Moin. Was geht ab? Ha, macht er. Ich glaube, ihm geht's schlecht. Ha. Oder er ist hart verliebt. Er hat eine Truhe und ich klaue ihm all sein Brot. Mal sehen, ob er es gut findet. Ja, ich glaube, das haben. Weiß ich nicht. Wie findest du es, wenn ich all dein Brot klaue? Lass die Tür auf, sonst sehe ich nicht durch, weil ich hier schon leer geklaut habe, was nicht. So, ich glaube, in dem Haus war ich in dem Haus schon drin. Alter, das ist echt cool. Da steht ein so ein Haus, total einsam und verlassen auf so eine Klippe. Voll geil. Mhm. Oh, die haben Katzen. Voll süß. Ich frage mich immer noch, wie man Katzen mitnehmen kann. Ja, ich kenne Hauskatzen. Würde ich mich auch fragen. Oh, Kartoffeln. Ist er jetzt schlecht gelaunt? Oh ja, ich glaube, er ist schlecht gelaunt. Oh. Oh, oh. Ich glaube, ich habe die böse gemacht. Hier stehen jetzt drei so eine Typen vor mir und ich weiß nicht, ob ich hier rauskomme. Ja, ist gut. Ich gehe ja schon. Oh, jetzt wird's dunkel. Ich find's auch noch gefährlich. Oh, ja, hier sind schon die ersten Zombies. Ne, jetzt werden sie gleich froh sein, dass ich da bin. Die mich in Vorgarten frei halte. Stirb. Zack. So. Was bist du? Ach, die Katze. Du darfst leben. Zack. So. Ha, eine Glocke, die will ich haben. Ich weiß nicht warum, aber ich finde irgendwie diese Glocken cool. Sie machen halt Ping, ne? Ja. Sie haben zwei. Grüße an den Gorn-Minister, Ping. Was? Ich sagte gerade Grüße an den Gorn-Minister, Ping. Ah. Gorn-Minister. Ach, den Gorn-Minister. Cool, echt gerne. Vielleicht sieht er das hier und freut sich. Das wäre total cool. Also grundsätzlich freue ich mich ja, wenn Leute zugucken. Und wenn sie sich dabei freuen. Wow. Okay. Das. So. Zack, zack, zack. Ich habe mal das erste Feld leer gemacht. Und jetzt kommt gleich das zweite. Rote Beete! Ich hasse rote Beete, habe ich das mal erwähnt. Was kann ich denn jetzt weghauen? Oh, ich glaube, ich sehe das Dorf, wo du dich vermutlich aufhältst, aber da jetzt hinzulaufen, alter Schwede. Das ist zu weit, ja? Nee, was heißt zu weit, aber
liegen zwei Bergketten dazwischen. Ja, siehst du mal, was ich hier für einen Weg auf mich genommen habe. Das war jetzt ein Held. Bist du ein Held. Ne? Nur für uns. Alles für, von dir. Alles für einen Dackel, Junge. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Häuser durch habe. Hier war doch keine Bibliothek und nichts. Warte, es tut mir echt höllisch leid, dass ihr das mit ertragen müsst. Schreibt mal in die Kommentare. Wie geil mein Schniefen ist. Nein, gute Besserung. Ja, das wäre auch schön. Vielleicht hilft das. Ja, ne? Ist mein Apfel. Ich hab immer nur Chips. Woher weißt du, dass ich nur Chips esse? Das hat dir der Teufel gesagt. Quasi Netti. Ja. Ich spreche das jetzt nicht laut aus. Aber ja. Denn dann hört sie das und dann kriege ich dafür aufs Maul. Ja. 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 Pferdetränke. Ich muss da irgendwie nochmal. Irgendwie sieht man hier die Tore ganz schlecht. Oh, ich bin ganz schön hungrig. Alter. Das war jetzt erstmal in dem Dorf, oder? Gezwungenermaßen irgendwie. Es ist dunkel und ich will mich nicht auf den Rückweg machen. Gerade wieder. Ich hoffe auch nur, dass es das Richtige ist. Ja, nicht unbedingt. Wenn es ein anderes wäre, wäre das gar nicht mal so schlecht. Denn dann könntest du dort raiden. Noch mehr klauen, ja. Genau. Ich würde es Ausleihen nennen. Nö, ich gebe das nicht zurück. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich nicht. Oh, geil. Und genau neben meinem Ofen, den ich gerade gebaut habe, um eine Nahrungsmittel zu machen, liegt Kohle. Wie gut ist das denn? Also manchmal läuft es, ne? Wenn ich jetzt irgendwo den Namen finden würde, ne? Das wäre richtig. Ja, dann sind wir definitiv im Gleichen. Also es würde mich wundern, wenn ihr noch so ein Bild. Also du hast auf jeden Fall Türen aufgelassen, sagtest du, ne? Ja. Dann bin ich im richtigen Dorf. Gut, also ich habe hier auch schon Licht gemacht in Form eines Ofens. Hier ist es schön warm. Vielleicht reiße ich alles nochmal ab und wir bauen das in dein Haus ein. Hä, du bist direkt neben mir. Da ist er. Hi ho. Guck mal, die Treppe habe nicht mal ich gebaut, aber die sieht aus wie von mir. So. Und um nicht glücklich zu stimmen, habe ich Hammelfleisch für dich. Warum brate ich mir Sachen? Ich habe 13 Brote geklaut. Und 42 rote Beete. Ach, guck mal. Aber guck mal, jetzt können wir hier ganz romantisch in der Ferne die Folge abmoderieren. Ist das nicht super? Zusammen sogar. Das ist unglaublich. Unfucking glaublich. Sind wir? Ja, wir sind sogar voll am Ende. Oh, du siehst so männlich aus mit deinem Arschloch. Mit deiner Rüstung. Deine Annäherungsversuche kotzen mich an. Ach, fick dich. Leute wie dich. So, komm, hier, wir schlagen den Gong zum Abschluss. Was hältst du davon? Na klar. Ja, Leute. Ja. Bing, bing. Was der Michi damit sagen will, ist, vielen Dank fürs Zugucken. Wieder mal. Ja, ich blende dich wieder ein, okay. Hab wieder mal Spaß gemacht mit euch. Lasst gerne ein Like da, ein Abo. Kommentiert gerne auch. Ne, ich weiß gar nicht mehr, was wir alles an Fragen gestellt haben. Es war eine Menge. Und ja, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt. Let's Play Minecraft mit No Budget Nerd und dem Ragnar. Ne, wird geil. Reingehauen. Bye bye. Dun 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 d